Aber ich bitte dich, es tanzen doch alle. Ich doch nicht. Musst du. Ich habe schon wieder ganze Buchhaltung getan. Ja, dir macht's auch mehr Spaß. Ja, du, gib dir einen Ruck. Wir haben nur einmal im Jahr Betriebsausflug. Du musst doch nicht tanzen. Mit der Kassiererin, mit der zuerst. Frau Wagner, der Chef möchte mit Ihnen tanzen. Was? Naja, ich kann es ja mal versuchen. Stimmung. Großartig. Viele hübsche Mädchen. Textilfabrik, alles Nähere. Ich sehe sie mir gleich mal an. Mit der Fahrt? Bestens. Also das war eine hübsche Idee, so eine Tanzrundfahrt zu machen. Freut mich. Wo ist denn Ernst? Tanzt der drüben? Oder ist er vielleicht auf den Geschmack gekommen? Tanzt er bestimmt nicht. Ich hätte ihn sonst gesehen. Hallo, Frau Wagner. Wo haben Sie den Chef gelassen? Ich habe ihn nicht gesehen. Aber Sie haben doch getanzt mit ihm. Oh, getanzt ist gut. Ja, hübsch in Schwung gekommen. Klatschen, das bin ich vom Tanzen. Ja, als ob sie geheizt hätten. Hübsches Fest, oder? Gefällt's den Leuten? Ich höre nur Gutes. Umso besser. Du hast wohl keinen Tanz aus. Mir macht das Tanzen Spaß. Das war der von der Expedition. Er sagt, er verehrt mich. Er tut es nicht. Jetzt hätte sich endlich mal ein Herz gefasst. Er hat getanzt wie ein Wilder. Was ist denn eigentlich mein Mann? Keine Ahnung. Ich sehe meinen auch nirgends. Ja, wo ist er denn? Wen suchst du denn? Kettwig ist nicht da. Der wird noch gar nicht gemerkt haben, dass wir schon anlegen. Danke. Nirgends finden. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ja, mein Kompagnon, Herr Kettwig, ist nicht da. Nicht da? Einfach nicht aufzufinden. Vielleicht hat er das Schiff schon verlassen. Hier steht seine Frau. Er geht doch nicht ohne seine Frau von Bord. Dann noch an Deck vielleicht.
Also am Oberdeck ist nichts. Vielleicht noch am Hauptdeck. Schauen Sie mal schnell nach. Jawohl. Verstehst du das? War er betrunken? Er hat etwas getrunken, aber nicht betrunken. Übrigens habe ich ihn nie betrunken gesehen. Warum fragst du das? Weil ihm vielleicht schlecht geworden ist. Dann hätten wir ihn ja gefunden. Vielleicht hat er an der Reling gestanden. Und? Ich weiß nicht. Was willst du sagen? Vielleicht ist er ins Wasser gefallen. Du bist ja verrückt. Ich überlege ja nur. Wie kann man bei diesem Schiff über Bord fallen? Es hat doch ein Geländer und wir haben spiegelglattes Wasser. Nein. Ja, vielleicht ist ihm wirklich schlecht geworden. Und er liegt irgendwo. Hat man die Toiletten abgesucht? Ja, hat man. Hier an Bord ist niemand mehr außer uns. Er muss an Land sein. Hat er die Wagenschlüssel? Ja, er hat ihn. Wir können doch nicht ohne ihn wegfahren. Ja, ich glaube, es bleibt uns nichts anderes übrig, als die Polizei zu verständigen. Die Polizei? Na ja, wo ist er denn? Ja, danke. Polizei sucht noch mal alles ab. Die Wasserwacht ist alarmiert. Sie fahren die ganze Strecke ab. Machen? Danke, Herr, die besten Dank. Willst du nicht schlafen gehen? Ich kann nicht. Wenn ich nur eine Erklärung hätte. Ob er vielleicht mit jemandem mitgefahren ist. Warum sollte er? Ja, was weiß ich, um uns eins auszuwischen, um uns in Angst zu versetzen. Jedenfalls die einzige Möglichkeit, dass er mit irgendjemandem mitgefahren ist. Und morgen früh kommt er ganz seelenvergnügt hier an. Oder glaubst du nicht? Nein. Also dann habe ich keine Erklärung. Hetty, soll einer von uns hier bleiben? Ängstigst du dich? Ich werde bei ihr bleiben. Ja, das ist gut. Vielleicht telefoniert heute Nacht die Polizei oder er selbst ruft an. Und Hetty, bitte nimm nicht gleich das Schlimmste an. Ist noch gar kein Grund. Vielleicht findet sich eine ganz einfache Erklärung. Ich hoffe. Tja. Fahren wir nach Hause. Obwohl, an Schlafen ist ja wohl nicht zu denken. Wenn es was Neues gibt, rufe ich euch an. Gut, Junge. Gute Nacht. Gute Nacht. Du lachst? Warum lachst du? Weil ich einiges hier sehr komisch finde. Was findest du komisch? Ach komm, lass uns nach Hause fahren. Was soll das heißen? Es ist schon gut. Ja, nun sag schon, was du meinst. Muss ich das? Ich denke schon. Guten Tag, Herr Solms. Irgendwas Neues? Nichts. Wie geht's Hetty? In welcher Verfassung ist sie? Kannst du dir ja denken. Ein Mensch kann doch nicht spurlos verschwinden. Warum nicht? Ja, rechnest du denn damit? Er wird ins Wasser gefallen sein. Weißt du, wie tief der See ist? Es gibt Leute, die sind ertrunken und nie wieder aufgetaucht. Entschuldigung, ich brauche noch eine Unterschrift für die Firma Kehlmann. Natürlich. Das muss ja weitergehen. Wieso soll er denn ertrunken sein? Sie
gebe keine andere Erklärung. Ja, bitte. Solms. Ja? Herrn Kettwig. Alles erledigt. Das ist für die Polizei. Danke. Am Seeufer. Er ist tot. Betrunken? Nein, er hat einen Messerstich im Rücken. Ernst Kettwig ist ermordet worden. Solms ist mein Name. Ich bin der Partner von Herrn Kettwig. Oberinspektor Derrick, Inspektor Klein. Bitte kommen Sie ins Haus. Danke. Das ist Frau Kettwig. Guten Tag. Die Schwiegertochter, ja? Nein, seine Frau. Darf ich Ihnen unser Beileid aussprechen, Frau Kettwig? Besten Dank. Und das ist mein Sohn. Guten Tag. Guten Tag. Sie haben also gestern mit Ihrem Betrieb, was ist das für ein Betrieb? Textilfabrik, Damenoberbekleidung. Sie haben einen Betriebsausflug gemacht? Ja, wir haben eine Dampferfahrt über den Starnberger See gemacht. Wann sind Sie losgefahren? Nachmittags so gegen 6 und dann haben wir kurz vor 11 wieder angelegt. Wie viele Personen waren dabei? An die 200. Gibt es eine Teilnehmerliste oder sowas? Nein, es waren die Angestellten unseres Betriebes, aber die haben natürlich ihre Angehörigen mitgebracht. Bitte nehmen Sie auch Platz. Danke. Aber es wird doch sicher möglich sein, eine genaue Aufstellung zu bekommen. Sicher ist es das möglich. Ja, glauben Sie denn... Ja, dass der Name des Mörders auf der Liste stehen wird. Mord, Mörder. Aber für uns ist das alles unfassbar. Es muss kurz vor Ende der Fahrt passiert sein. Vermutlich war die Anlegestelle schon in Sicht. Der Mörder hat Dr. Kettwig ein Messer in den Rücken gestoßen. Die Obduktion wird uns vielleicht sagen, welche Art von Messer. Herr Kettwig ist über Bord gefallen oder gestoßen worden. Er war nicht tot. Er ist mit seiner schweren Verletzung 200 Meter geschwommen, hat sich an Land gerettet, nicht mehr die Kraft gehabt, sich zu erheben, um Hilfe zu rufen. Er ist, ist halb im Wasser liegend gestorben. Mein Gott, der arme Kerl. Ich frage mich bloß, wer ein Interesse daran haben kann, ihn umzubringen. Diesen Mann umzubringen. Eine Seele von einem Menschen. Ja, das ist die Frage. Niemand von Ihnen, der eine Ahnung oder einen Verdacht hat? Nein. Bitte denken Sie nach. Da brauche ich nicht nachzudenken. Du, Walter? Ich weiß nicht. Du weißt nicht? Der Mord ist eine Tatsache. Es wird schon ein Motiv geben. Über welches denn? Private Gründe, geschäftliche. Hat er Feinde? Gab es Leute, die ihn bedroht haben? Telefonisch, brieflich? Hat er über Belästigung gesprochen, über irgendeinen Ärger, den er mit irgendjemandem hatte? Nicht, dass ich wüsste. Du, Walter? Nein. Aber das will nichts heißen. Wir haben alle Feinde. Es gibt Leute, die wissen nicht einmal, dass sie bis aufs Blut gehasst werden. Na, für mich jedenfalls undenkbar. Können Sie mir etwas sagen, Frau Kettwig? Nein, er hat nie etwas erzählt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er Feinde gehabt hat. Ich sag ja, der Typ war er gar nicht. Sie fragen die Leute aus und stellen die Liste zusammen. Und was soll dabei rauskommen? Sie sind wir doch potenzielle Mörder. Was wir? Gerade wir. Wir stehen ganz oben auf der Liste. Das ist doch Unsinn. Das ist logisch. Sie werden die Beziehung untersuchen, die er gehabt hat. Zu mir gehabt hat. Zu dir. Die Nächsten, die Stärksten. Das Nächstliegende werden Sie zuerst rauskriegen. Sie werden uns auseinandernehmen, Vater. Total. Da sagt Herr Solms zu mir, kommen Sie mal, Frau Wagner, tanzen Sie mal mit dem Chef. Der arme Herr Kettwig hat das nicht gewollt. Man sah es ihm direkt an. Aber er ging mit auf die Tanzfläche. Das hat er wenigstens versucht.
Sie Ihr Name, bitte? Wann war das? Man sah Starnberg schon. Ich habe das Schloss liegen sehen. Er hörte auf zu tanzen. Ja, ganz plötzlich. Nehmen Sie es mir nicht übel, Frau Wagner. Ich kann das einfach nicht. Aber das geht doch schon sehr gut, Herr Doktor. Sie denken nur darüber nach. Das geht. Kommen Sie, gehen wir lieber an die Bar und trinken. Es tat ihm leid. Er dachte, ich sei vielleicht beleidigt. Er wollte unbedingt mit mir zusammen trinken. In was für einer Stimmung war er? Also, wissen Sie, das war er nie in einer besonders guten Stimmung. Er war immer ein bisschen, wie soll ich sagen, traurig. Und speziell an diesem Abend? Könnten Sie sich vorstellen, dass er Angst hat? Nee, also das nicht. Warum sollte er die haben? Wie lange sind Sie an der Bar geblieben? Ungefähr 5 Minuten, vielleicht auch 10. Und wohin ging er dann? Zurück an den Tisch? Nein, er ging. Ja, er ist rausgegangen. Er sagte noch, ich schnapp mal ein bisschen frische Luft. Ich hab noch gelacht. So heiß kann ihn doch gar nicht geworden sein. Ich habe noch einen Witz gemacht. Ich sagte, sehen Sie mal Ihre Frau, der muss es heiß sein. Da ist er rausgegangen. Glauben Sie, dass ihn jemand da draußen ermordet hat? Ist ihm jemand nachgegangen? Ich habe niemanden gesehen. Direkt nachgegangen ist ihm keiner. Frau Kettwig, die... Na, sie ist sehr jung, nicht? Ja. Seine zweite Frau? Ich glaube, ja. Wie lange sind Sie verheiratet? 3 bis 4 Jahre. Sie hat früher hier im Betrieb gearbeitet, als Zuschneiderin. Frau Wagner, Sie müssen mir jetzt auf meine Frage nicht antworten. Aber war die Ehe in Ordnung? Also dazu möchte ich nichts sagen. Gab es Schwierigkeiten? Ach, das ist jetzt so viel gemunkelt. Ich möchte nichts weitergeben, was nicht stimmt. Ob stimmt oder nicht, das werden wir ja sehen. Das ist doch nichts Schlimmes. Das ist der Altersunterschied. Hat Frau Kettwig ihren Mann betrogen? Dazu möchte ich nichts sagen. Was reden die so lange mit Frau Wagner? Ich glaube, ich muss dir was sagen, Vater. Komm mal mit ins Büro. Was musst du mir sagen? Was ist los? Ich glaube, ich bin dran, Vater. Was heißt das? Dass sie mich festnehmen werden. Bist du verrückt? Weswegen denn? Hetty und ich. Hast du das nie bemerkt? Was heißt Hetty und du? Bist du schwer von Begriff? Ja, das bin ich. Was heißt Hetty und du? Das heißt, dass wir ein Verhältnis miteinander haben. Was? Du bist wirklich der Einzige, der nichts gewusst hat. Ja, bist du denn verrückt geworden? Nein. Verzeih, Walter, Hetty ist eine reizende Frau, eine sehr schöne Frau. Du bist sogar selbst mal auf sie scharf gewesen. Wie kommst du denn darauf? Sie hat mir von deinen Versuchen erzählt. Du verstehst eine ganze Menge. Hübsche Tricks, richtig hinterhältig. Starr mich nicht so an. Ich bin dran, Vater. Sie werden es nämlich rauskriegen, das weiß doch der halbe Betrieb. Ja, ist das denn eine ernsthafte Geschichte? Es war noch nie so ernst. Du willst damit sagen, dass du damit ein Motiv, einen Grund gehabt hättest, ihn umzubringen? Die Polizei wird es so auslegen. Das ist doch Unsinn. Unsinn, du darfst von dieser Beziehung nichts sagen. Nein, nein. Was nein? Das wäre falsch. Wenn ich davonkommen will, und das will ich. Überleg dir das. Ich weiß nicht, ob es richtig ist. Darf ich hereinkommen? Bitte sehr. Danke. Kann ich mit Ihrem Sohn allein sprechen? Wenn Sie es wünschen. Geh nur, Vater. Gut. Erinnern Sie sich, dass Herr Kettwig mit der Kassiererin Frau Wagner getanzt hat? Na, Sie waren doch auch auf der Tanzfläche. Mit Frau Kettwig. Ja, ich erinnere mich. Sie waren inzwischen etwa 2 knappe Stunden auf dem Schiff. Ja, kann sein, ich weiß nicht genau. Es ist bis jetzt das letzte Mal, dass jemand Herrn Kettwig lebend gesehen hat. Herr Kettwig bringt schließlich Frau Wagner an den Platz und er selbst geht hinaus. Ist er gegangen? Etwa nicht? Ich habe es jedenfalls nicht gesehen. Sie hörten auch auf zu tanzen? Ja.
Ich brachte Frau Kettlich an ihren Platz. Sind Sie da geblieben? Nein. Mir war ziemlich heiß geworden. Ich bin in den Waschraum gegangen. Und war es draußen inzwischen schon dunkel? Ja, ich glaube schon. Wie lange waren Sie im Waschraum? Ich habe nicht auf die Uhr gesehen, ein paar Minuten. Waren Sie allein dort? Nein, unser Personalchef, Herr Steiner, kam rein. Dann habe ich also einen Zeugen. Und jetzt denken Sie, sind Sie aus dem Schneider? Natürlich. Für Sie komme ich doch als Mörder in Betracht, nicht wahr? Ja, das tun Sie. Dann sprechen wir mal von Ihrer Beziehung zu Frau Kettwig. Na also. Was heißt na also? Ich meinte nur, jetzt geht es los. Sie haben doch eine besondere Beziehung zu ihr. Ja, und deswegen sagte ich na also. Intensive Beziehung. Ja. Ist sie Ihre Geliebte? Ja. Um Missverständnisse auszuräumen, mich interessiert nur der Mord an Dr. Kettwig. Ich bin kein Sittenrichter. Sehen Sie, ich frage Sie nur, um auf ein Motiv zu kommen. Ja, und deswegen frage ich Sie, wie ernsthaft ist Ihre Beziehung zu Frau Kettwig? Sehr ernsthaft? Ja. Hat Ihr Mann davon gewusst? Ja, seit einer Woche. Haben Sie mit ihm darüber gesprochen? Ja. Er ließ mich zu sich kommen. Er bestellte mich zu sich nach Hause. Wie ist das Gespräch verlaufen? Zigarette? Ja, gerne. Danke. Hast ein bisschen Schiss? Schiss wovor? Ich möchte mit dir über Hetty sprechen. Ach so. Ich bin ja nicht ganz blind. Ich hab doch gesehen, dass du dich verknallt hast. Hals über Kopf. Stimmt das? Ja. Es gibt sogar Leute, die sagen, dass du durchgedreht hast, dass du völlig den Verstand verloren hast. Wer sagt das? Bei mir im Büro, sagen sie. Steiner, Fräulein Kling. Deine Gefühle sind bekannt. Du hast sie offenbar nicht gut genug versteckt. Du liebst Hetty? Ja. Ach, da sagst du so einfach ja. Wenn du mich fragst? Na, dann kannst du ja sagen, meinst du? Du willst es doch wissen. Schon gut, Junge. Mein Gott, du bist doch fast wie ein Sohn von mir. Wieso bin ich das? Na, ich hab dich schon gekannt, da warst du noch so. Das hat nichts zu sagen. Ach, du willst nicht, dass ich das sage? Nicht in diesem Zusammenhang. Weil es nicht stimmt. Setz dich doch. Ich habe nichts gegen das Gefühl, dass du Hetty entgegenbringst. Ich verstehe es, wenn ich es nicht verstehe. Ich habe sie ja geheiratet, weil ich sie toll finde. Und nun soll ich mich wundern, wenn auch ein anderer drauf kommt. Junge, ich verstehe das doch. Nur musst du auch Rücksicht nehmen auf mich, ein bisschen Rücksicht. Die Leute könnten denken, dass Hetty mich wirklich betrügt. Und das tut sie ja nicht. Oder tut sie es? Ja, weißt du das denn nicht? Hat sie es dir nie erzählt? Nein, sie hat es mir nicht gesagt. Gibt's da irgendwelche Vorstellungen? Wird davon was geträumt? Von was träumt ihr? Wir dachten, dass du ihr erlauben würdest. Was soll ich ihr erlauben? Dass du einverstanden wärst. Dass ihr ein Verhältnis habt. Dass du dich scheiden lässt. Also das. So weit geht das. Davon träumt ihr. Das wäre die vernünftigste Lösung. Die ehrlichste. Die Leute haben recht, wenn sie sagen, du hast den Verstand verloren. Jetzt sehe ich, du hast ihn wirklich verloren. Und hätte vielleicht auch, ihr seid ja wie die Kinder. Ja, glaubst du denn? Jede jugendliche Verknalltheit gibt euch das Recht, eine Ehe einfach kaputt zu machen. Sie haben also Herrn Kettwig vorgeschlagen, sich scheiden zu lassen? Ja. Wie war seine Antwort? Nein, entschieden nein, unter keinen Umständen.
Ich erzähle Ihnen das alles, weil Sie es sowieso herausbekommen hätten. Da sollen Sie es lieber von mir hören. Ist das ein Motiv für Sie, um einem Mann ein Messer in den Rücken zu stechen? Ja, das könnte eins sein. Das passt ins Bild, meinen Sie? Passt, ja, passt genau ins Bild. Warum sagen Sie das? Sie wollen doch, dass ich sage, dass ich Ihre leidenschaftliche Beziehung zu Frau Kettwig registriere. Kettwig hat also eine Scheidung abgelehnt und hat sie rausgeworfen, nehme ich an. Ja, das hat er. Ja, warum sollten Sie da nicht auf den Gedanken gekommen sein, Kettwig umzubringen? Sie sehen Kettwig hinausgehen an Deck. Na, Sie haben ihn doch hinausgehen sehen. Ja. Ja, draußen wird's dunkel. Es war ja kaum ein Mensch an Deck. Drinnen wurde getanzt. Sagen Sie, gab's zu essen? Kaltes Buffet oder sowas? Ja, das gab es. Ich nehme an, Sie sind kein Pfadfinder, der ein Klappmesser in der Tasche herumträgt. Nein, das Einzige, was ich mit mir herumtrage, ist mein Feuerzeug. Vielleicht geschah alles ohne Vorsatz. Die Idee kam ganz plötzlich. Es lagen ja genügend Messer da. Sie nahmen eins, sie gingen hinaus. Kettwig, der ging an Deck spazieren. Vielleicht stand er sogar an der Reling. Die Gelegenheit war absolut günstig. Wollen Sie ein Geständnis ablegen? Nein. Warum erzählen Sie mir das Ganze dann? Haben Sie Kettwig umgebracht? Haben Sie mein Messer in den Rücken gestoßen, um seine Frau heiraten zu können? Nein, ich schwöre Ihnen, nein. Was wollen Sie von meinem Sohn? Fragen Sie ihn selbst. Was hast du gesagt? Die Geschichte zwischen der Kettwig und dem jungen Solms kennt fast jeder. Die beiden haben aus ihrer Beziehung kein Geheimnis gemacht. Was für einen Ruf hat der Junge? Ja, recht gut. Er ist in der Personalabteilung, aber es gibt keinen, der sich über ihn beklagt. Scheint überhaupt kein Kind von Traurigkeit zu sein. Er lässt keine aus, so eine Art Sunnyboy des Betriebs. Macht er Tanzabende in der Firma nach dem Motto, wir sind eine große, glückliche Familie. Sorgt für gutes Betriebsklima. Ja. Das ist übrigens die Liste der Leute, die auf dem Dampfer waren. 212. Und der meiste Mörder ist dabei? Ja. Muss ich alle vorladen? Ja. 212. Fang an mit der näheren Umgebung von Kettwig und Solms. Ja, und du? Ich werde mal Frau Kettwig einen Besuch machen. Es ist schon eine. Hat Walter Solms in der letzten halben Stunde mit Ihnen telefoniert? Ja. Er sagte, ich habe dem Oberinspektor alles erzählt, er wird sicher zu dir kommen. Darf ich mich setzen? Bitte. Walter Solms hatte eine Verabredung mit Ihrem Mann. Er schlug ihm vor, sich scheiden zu lassen. Waren Sie damit einverstanden? Ja. Warum haben Sie nicht mit Ihrem Mann gesprochen? Walter sagte, lass mich das machen. Hätten Sie es auch getan? Warum nicht? Es war also auch Ihnen ernst mit der Trennung von Ihrem Mann? Ja. Wo waren Sie, als Walter Solms mit Ihrem Mann sprach? Ich habe im Haus gewartet, bis Sie zu Ende geredet hatten. Ihr Mann hat Walter Solms rausgeworfen. Dann kam er zu Ihnen. Ja. Hetty, ist denn der Junge verrückt geworden? Mir weh. Entschuldige. Ist er verrückt geworden? Seid ihr beide verrückt geworden? So, sag doch was, Hetty. Nein. Er muss erschüttert gewesen sein. Ja, er hatte nichts geahnt. Es kam ganz plötzlich für ihn. Zu plötzlich. Und wie hat er reagiert? Wie ein Wahnsinn. Entschuldige, ich schlag dich. Das wollte ich nicht. Entschuldigung. Er war außer sich, was ich verstehen kann. Und lehnte eine Scheidung ab? Ja. Ihr Mann hat mit der Kassiererin Frau Wagner getanzt. Haben Sie das gesehen? Ja. Haben Sie auch gesehen, wie Ihr Mann schließlich hinausgegangen ist? Nein, ich kann mich nicht erinnern. Walter Solms ging in den Waschraum, sagte er. Wo waren Sie? Ich bin an meinem Tisch gesessen. Saß dort sonst noch jemand? Haben Sie einen Zeugen? Brauche ich einen Zeugen? Es wäre ganz gut. Ja, würden Sie es denn für möglich halten, dass ich meinen Mann umbringe? Warum nicht? Auf einem Schiff, das voller Menschen ist und
Ausgerechnet mit einem Messer. Machen Sie sich doch nicht lächerlich. Sie haben ein Verhältnis mit Walter Solms. Haben Sie sich den Tod Ihres Mannes nicht manchmal gewünscht? Es hätte doch gepasst. Zwischen Denken und Tun besteht ein Unterschied. Ja, und der ist geringer, als man denkt. Ich habe ihn nicht umgebracht. Noch irgendeine Frage? Nein. So, danke, das wär's. Sie können jetzt gehen, ich bring Sie noch zur Tür. Questa è tutta roba mia personale. Io non so neanche cos'è la droga. Zwei Sekretärinnen aus dem Betrieb. Der Steiner wartet drin im Büro. Sagen Sie was Neues? Ja, über das Verhältnis der beiden Companions zueinander. Ist da was nicht in Ordnung? Ja, so gut verstehen die sich nicht. Haben ziemlich oft Streit. Offenbar war Solms der aktivere Teil und mit manchen Entscheidungen war Kettwig nicht einverstanden. Der hat übrigens einen Brief an seinen Anwalt diktiert, wie er das Verhältnis zu Solms lösen könne. Wann hat er diesen Brief diktiert? Vor genau 6 Tagen. Muss also irgendwas passiert sein, ne? Also, Herr Steiner, gleich eine konkrete Frage. Waren Herr Solms und Herr Kettwig Partner zu gleichen Teilen? Nein, das waren sie nicht. Herr Solms hatte nur einen Anteil von 20%. Also 80% bei Herrn Kettwig? Ja, er hat vor mehr als 10 Jahren Herrn Solms in die Firma genommen. Wie war denn das Verhältnis zwischen den beiden? Sehr gut. Sie zögern, sind Sie da nicht ganz sicher? Nein, weil diesen Eindruck hatte ich bisher. Aber seit einer Woche nicht mehr. Ja, wie das? Ich hörte Herrn Kettwig sagen, er bedauere, die Bande in die Firma genommen zu haben. Ist das wörtlich? Ja, wörtlich. Hat denn Herr Kettwig einen Grund angegeben? Nein, keinen. Ich war ziemlich überrascht. Wissen Sie, wie die Beziehung zwischen den beiden vertraglich geregelt war? Ich meine, hätte Herr Kettwig die Möglichkeit gehabt, sich von Herrn Solms zu trennen? Ja. Kann man das auch stärker formulieren, ihn zu entlassen oder rauszuschmeißen? Ja, so könnte man auch sagen. Was ein Unglück für die Firma gewesen wäre. Herr Solms war der energische, tatkräftigere Teil. Er war an Geschäftssachen Herrn Kettwig überlegen. Er konnte Entschlüsse fassen, auch sehr ungewöhnlich. Die Firma verdankt Herrn Solms sehr viel. Trotzdem wollte Kettwig ihn rauswerfen. Was hätte das für Herrn Solms bedeutet? Für den wäre das die Katastrophe geworden. Aber Sie glauben doch nicht. Sie denken doch nicht, dass das für Herrn Solms ein Grund gewesen wäre, Herrn Dr. Kettwig umzubringen. Das ist völlig absurd. Haben Sie die Kassiererin Frau Wagner auf dem Schiff mit Herrn Kettwig tanzen gesehen? Ja, das hat jeder gesehen. Weil es sehr lustig und gleichzeitig sehr ungewöhnlich war. Haben Sie auch Herrn Solms gesehen? Ich habe mich nach ihm umgedreht. Er war an seinem Platz, zusammen mit seiner Frau. Saß er? Nein, er ist gestanden. Haben Sie ihn weggehen sehen? Nein. Weil ich selber gegangen bin. Kurz danach ist der Kettwig auf das Deck hinausgegangen. Können Sie in diesem Zusammenhang etwas sagen? Nein. Ich bin nach einer Weile wieder in den Tanzraum zurück. Haben Sie Herrn Solms an seinem Platz gesehen? Nein. Wissen Sie das genau? Ja, weil ich wollte Frau Solms zum Tanzen auffordern. Eben weil sie allein am Tisch war. Darf ich Sie um diesen Tanz bitten, Frau Solms? Vielen Dank, lieber Herr Stein, aber lassen Sie mich hier sitzen. Danke. Sie wollte nicht. Jetzt erinnern Sie sich mal ganz genau. Wo war Kettwig? Haben Sie noch im Tanzraum gesehen? Nein, ich. Nein. Ja, wann haben Sie Herrn Solms gesehen? Ich meine, haben Sie ihn zufällig gesehen, dass er irgendwo hingegangen ist oder von irgendwo herkam? Das kann ich nicht sagen. Ich weiß, worauf Sie hinaus wollen, aber ich bin da kein Zeuge. Nicht in einer so wichtigen Sache. Ich meine, Sie wollen mich festlegen auf Minuten und Sekunden, aber das können Sie nicht. Wir waren schließlich alle ein bisschen betrunken. Nicht mehr ganz nüchtern. Ja, schon gut.
Ich meine, wenn ich da etwas unterschreiben soll, das bin ich lieber. Nein, das zwingen Sie zu nichts. Das könnten wir gar nicht. Sie können gehen. Vielen Dank, Herr Steiner. Ich bitte um Entschuldigung. Schon gut. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Panik bei Solms, der erfahren hat, dass Kettwig ihn ausboten wollte. Möglich, aber Solms ist nicht der Einzige, dem der Tod von Kettwig in den Kram passt. Die Kassiererin, Frau Wagner, die ist im Zwischendeck, wo getanzt wird. Walter Solms, der ist im Waschraum. Frau Kettwig und Frau Solms sind ebenfalls bei den Tanzenden. Herr Steiner, er kommt zurück. Ja, Frank. Aber wo sind Kettwig und Solms? Agnes? Ja? Gibt's was Neues? Nein. Hat sich die Polizei bei dir gemeldet? Warum sollte sie? Na, die verhören die ganze Firma. Mehr als 200 Leute. Und du warst ja auch auf dem Schiff. Bei mir war niemand. Was fragt man denn? Wir versuchen zu rekonstruieren. Völlig blödsinnig. Bei einem Haufen von Betrunkenen zu irgendwelchen Aussagen zu kommen. Hilflos. Reine Beschäftigungstherapie, das Ganze. Bist du unruhig? Na, wieso mache ich den Eindruck? Mhm. Ich finde, du wirkst unruhig und nervös. Ja, das bin ich auch. Ist das ein Wunder? Ich meine das nicht so. Ich finde, du wirkst schuldbewusst. Was sagst du? Sag dir nur, was du für einen Eindruck machst. Schuldbewusst. Wenn ich die Polizei wäre, würde ich mich fragen, warum du diesen Eindruck machst. Bin ich schuldbewusst? Wie kommst du denn darauf? Ich bin irritiert, das bin ich allerdings. Das hat seinen Grund. Weißt du eigentlich, dass Kettwig mich rauswerfen wollte? Ja, das weiß ich. Das weißt du? Dr. Pauli hat mich angerufen und gefragt, was denn zwischen euch vorgefallen sei. Dr. Pauli? Hat er dich nicht angerufen? Ja, natürlich hat er mich angerufen. Mein eigener Anwalt beauftragt, von meinem Kompagnon die Partnerschaft aufzulösen. Bin natürlich gleich hin zu ihm, hab gesagt, Ernst, was denn los? Um Gottes Willen, bist du verrückt? Hat nicht mit mir darüber gesprochen. Wieso denn so plötzlich? Wieso? Weißt du, was das heißt, wenn die Polizei erfährt, dass Kettwig mich rauswerfen wollte? Dich ruinieren wollte. Wieso ruinieren? Das heißt es doch. Letzten Endes, ja. Ich gehöre doch dann sofort zum Kreis der Verdächtigen. Ja. Was, ja? Ich sage ja. Ich sage das ganz sachlich. Dazu kommt natürlich, dass jeder weiß, wie du bist. Wieso? Wer bin ich denn? Ehrgeizig, empfindlich, unbeherrscht und jähzornig. Was? Was, was, was? Ach, siehst du dich anders? Aber wie hört sich denn das an? Es hört sich ja an, als seist du selber schon überzeugt, dass ich der Mörder sein könnte. Lass mich mal fragen. Warst du es nicht? Mann. Siehst du, was habe ich gesagt? Unbeherrscht und jähzornig. Was hast du vor? Was spukt dir da im Kopf herum? Interessiert dich das? Das tut es. Das Interesse ist ziemlich neu. Bis jetzt war es dir vollkommen gleichgültig, was ich denke, tue oder mache. Diese Gleichgültigkeit, die habe ich sehr lange ertragen. Sie hat eins bewirkt. Ich habe kein Mitleid. Es hat geklingelt. Mitleid? Mitleid deswegen? Guten Abend, entschuldigen Sie bitte. Ich weiß, dass es schon sehr spät ist. Bitte kommen Sie rein. Vielen Dank. Ich möchte Ihnen einen Brief zeigen, den Ihr Kompagnon an seinen Rechtsanwalt geschrieben hat. Ja, ich weiß. Sie kennen den Brief? Nein, ich habe ihn nicht gelesen, aber ich weiß, worum es geht. Weshalb wollte Kettwig Sie auszahlen? Das habe ich mich selber gefragt. Und seit heute weiß ich es. Mein Sohn hat ein Verhältnis mit seiner Frau, wie er Ihnen ja erzählt hat. Ich kann mir jedenfalls keine anderen Gründe vorstellen. Sie glauben das? Ja, ich habe ja Kettwig selbst gefragt, aber er rückte nicht daraus mit der Sprache. Er sagte nur, ich will euch nicht mehr sehen. Ließ gar nicht mit sich reden? Nein. Blieb bei seinem Entschluss? Ja, anscheinend.
Tja. Naja, also Kettwigs Tod hat ja nun ihre Probleme gelöst. Was wollen Sie damit sagen? Dass wir den Mörder nur über das Motiv finden können. Ach, und jetzt haben Sie eins. Sein Tod befreit mich aus einer unangenehmen Situation. Aber glauben Sie, dass diese unangenehme Situation wäre mir ein Mord wert gewesen? Dann sprechen wir doch mal genauer über Ihre unangenehme Situation. Wie unangenehm war sie? Ungefähr von hier aus. Ich rufe die Spurensicherung an. Bleib du hier draußen. Was ist passiert? Es ist auf mich geschossen worden, durch das Fenster. Ach bitte, darf ich mal telefonieren? Dankeschön. Noch da. Wo hast denn du gestanden? Da, wo du jetzt stehst. Komm, komm da weg. Ist ja Wild West hier. Ja, das kann man sagen. Es ist doch jetzt eine ganz neue Lage entstanden. Ja, vielleicht, ja. Aber es ist vielleicht. Ein Kompagnon wurde ermordet und beim zweiten hat man es gerade versucht. Ja, das ist richtig. Man muss doch ab sofort von einer ganz neuen Lage ausgehen. Alles, was Sie bis jetzt vermutet haben, das reicht doch nicht mehr. Sie müssen doch in einem viel größeren Rahmen suchen. Es sind doch Anschläge, die sich gegen die Firmenleitung richten, nicht gegen eine einzelne Person. Ja, das wäre möglich. Wo waren Sie, als die Schüsse fielen? In der Küche. Wo ist die? Kann ich mal sehen? Bitte? Ich habe gerade Abendbrot gemacht. Wo ist Ihr Sohn? Bei Tassen, Sie warten auf Ihren Sohn. Ja? Ja, der muss jeden Augenblick kommen. Die Jalousie ist zu, ich konnte gar nichts sehen. Sie haben einen bemerkenswerten Verstand. Finden Sie? Mhm, die Schnelligkeit, mit der Sie Schlussfolgerungen ziehen, diese ganz neuen Motive. Mhm. Das ist doch logisch. Das will ich sagen. Sie haben einen bemerkenswerten Sinn für Logik. Und das ist die falsche Begabung für eine Frau, glauben Sie? Das ist eine Begabung, die Männer an Frauen nicht sehr schätzen. Sie haben die Küche gesehen. Haben Sie noch Fragen? Nein. Bleiben Sie hier. Herr Oberinspektor, was ist denn hier los? Kommen Sie rein. Nehmen Sie die Hände hoch. Wozu das? Tun Sie, was ich Ihnen sage. Was hat das zu bedeuten? Auf Ihren Vater ist geschossen worden. Darf ich die Handtasche mal sehen? Was? Danke. Vater, ist dir was passiert? Es will mich jemand umbringen und ich muss diesem jemand auch noch dankbar sein. Jetzt komme ich ja wohl als Mörder nicht mehr in Frage. Eine bessere Entlastung konntest du dir gar nicht wünschen. Von wo ist geschossen worden? Zeig dir es, komm. Nichts. Er hat keine brauchbaren Spuren hinterlassen. Ja, er, wieso er? Ja, wieso, was meinst du? Wieso? Warum sollte es keine Frau gewesen sein? Haben Sie was gefunden? Fußabdrücke oder sowas? Nein, noch nicht. Hat Ihr Mann eine Waffe im Haus? Eine Waffe? Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht, aber ich kann mich irren. Ich bin nie so ganz sicher, wenn man mich über meinen Mann befragt. Aber jetzt habe ich eine Frage. Können mein Sohn und Frau Kettwig nach Hause gehen oder brauchen Sie sie noch? Ich wollte Frau Kettwig nach Hause fahren. Ja, ja, ist gut. Der Schuss auf meinen Vater passt Ihnen nicht ins Konzept. Nein, passt überhaupt nicht. Schade, dass ich Ihnen auch nicht helfen kann. Ich meine, es könnte natürlich sein, dass die uns reinlegen wollen. Also nach dem Motto, auf wen geschossen wird, der kann unmöglich der Täter sein. Kann sein. Was meinst du? Ja, kann sein, ja.
Na, entweder hat der Junge geschossen oder seine Geliebte, Frau Kettlich. Hm. Ist gar keine so dumme Idee, einfach ins Zimmer reinzuballern. Oder Frau Solms hat geschossen. Frau Solms? Bitte, kann ich das Telefon mal haben? Ja, ja, die ist für einiges gut. Das ist überhaupt eine interessante Familie. Stimmt das 2 Uhr, ja? Aber genau. Wen rufst du denn an? Frau Kettwig. Hallo? Wer ist da? Ach, Sie, Herr Oberinspektor. Gibt's was Neues? Ach, Sie schlafen schon dort. Nein, das ist alles. Was wollt ihr? Nichts Besonderes. Und dann hat er mir gesagt, dass ein Messer fehlt. Er hat es erst heute gemerkt, als er die Bestecks einräumen wollte. Ein Tranchiermesser? Ja, sie hatten 5 davon. Und jetzt hat er nur noch 4. Da ist unser Koch, Herr Kuba. Guten Tag, Oberinspektor. Grüß Gott. Das sind die Messer, von denen eins fehlt. Davon hatte ich 3. Ah, das verschwundene Messer ist also gleich groß, gleich lang. Ja. Hm. Wo waren denn die Messer nach dem Essen? Auf dem Servierwagen. Den hatte ich beiseite geschoben. An den Ausgang zum Freideck. Also greifbar für jeden. Ich habe recherchiert. Was ist denn mit dem Messer? Möchtest du sowas im Rücken haben? Darauf kann ich verzichten. Also ich habe recherchiert, was die Familie Solms betrifft. Das ist ganz interessant. Ja, erzähl mal. Guten Tag, Frau Solms. Sie wollten mich sprechen? Ja, ich habe eine Frage. Warum treffen wir uns hier? Ich wollte Sie nicht ins Büro bestellen. Und was für eine Frage haben Sie? Nun ja, das... nicht ganz so einfach. Wie stehen Sie zu Ihrem Mann? Sie waren sehr beherrscht gestern Abend. Im Gegensatz zu ihm. Weil die Situation doch ausschließlich ihn betraf. Ich habe mir noch einmal die Aussagen angesehen, soweit sie Ihren Mann betreffen. Wozu? Ich wollte mir ein Bild von ihm machen. Haben Sie? Ja. Ein sehr aktiver Mann, sehr dynamisch, risikofreudig. Der geborene Kaufmann und sehr kommunikativ. Mit der Fähigkeit, Verbindungen herzustellen, sie zu bewahren, zu pflegen. Er ist sehr beliebt in der Firma. Ja, das ist richtig. Man sagt, dass er Beziehungen zu Sekretärinnen und Näherinnen unterhalten habe. Nichts dazu zu sagen? Wissen Sie... Sie berühren einen Punkt. Was soll ich dazu sagen? Ich weiß seit Jahren, dass mein Mann mich betrügt. Das Schicksal teile ich mit vielen Frauen. Es gefällt einem nicht, aber schließlich findet man sich damit ab, dass der Partner eine Begabung für Kommunikation hat, wie Sie sagen. Sie haben sich damit abgefunden. Warum fragen Sie das? Weil Sie, so wie ich Sie sehe, nicht der Typ dafür sind. Was für ein Typ bin ich? Hören Sie, Sie machen sich Gedanken über meine Ehe. Wozu? Sie haben es doch mit einem Mordfall zu tun. Ja, und mit einem Mordversuch. Ich muss mir Gedanken machen über das Privatleben Ihres Mannes und natürlich auch über Sie. Und ich denke... Sie sind nicht der Mensch, der Demütigungen hinnimmt. Ich verstehe. Jetzt bin ich auch verdächtig. So kommen Sie nicht weiter. Da sind Sie in einer Sackgasse. Mit all Ihren Überlegungen haben Sie keine Chance. Keine Chance? Wozu? Hinter die Sache zu kommen. Ich glaube, das ist viel zu... kompliziert. Kennen Sie den Mörder? Nein. Frau Solms. Sie haben gehört, was ich gesagt habe. Warten Sie darauf, dass der Mörder auch Ihren Mann tötet? Ich glaube, jetzt überschreiten Sie Ihre Kompetenzen. Ja. Ich bitte Sie um Entschuldigung.
Auf Wiedersehen. Ah ja. Hm. Hi. Ja, hier. Ja? Gut, danke schön. Die haben in der Firma Tanzabende veranstaltet. Angeregt durch Walter Solms, durchgeführt durch seinen Vater. Solms hat so gut wie alle Feste mitgefeiert. Kein Tanz ausgelassen. Ja, Klein? Moment, Stefan. Ja. Für dich. Hallo? Spreche ich mit Oberinspektor Derek? Ja, Solms hier. Ich sollte Ihnen vielleicht doch etwas sagen, was möglicherweise von Wichtigkeit wäre. Mein Mann war befreundet mit einer Zuschneiderin. Sie heißt Inge Trobal. Ja, Trobal, ich habe verstanden. Es ist die Freundin des Personalchefs. Ja, ja, ganz richtig, Herrn Steiner. Nein, das kann ich nicht. Sie lebt nicht mehr. Sie starb an einem unerlaubten Eingriff. Guten Tag, Herr Steiner. Bitte kann ich Sie allein sprechen. Vielen Dank, Frau Schneider. Guten Tag. Sie wünschen. Wer ist das? Das ist das Foto einer Freundin von mir. Inge Trubal? Ja. Eine Angestellte des Betriebes? Ja, das war sie. Sie lebt nicht mehr. Sie ist vor 3 Wochen gestorben. Sie wollten sie heiraten, ja? Ja, das war meine Absicht. Sie hat schon bei Ihnen gewohnt. Ich sehe, Sie haben sich erkundigt. Ja, das haben wir. Sie standen kurz vor der Hochzeit. Ja, das ist richtig. Es war also eine sehr glückliche Beziehung. Ja. Es war eine sehr glückliche Beziehung. Wir verstanden uns ausgezeichnet. Das stimmt. Ich habe meine erste Frau verloren und dachte nicht, dass ich jemals wieder heiraten würde. Ich hatte nicht damit gerechnet, eine Frau zu finden, mit der ich so vollkommen glücklich sein würde. Woran ist sie gestorben? Sie haben sich so ausführlich informiert, nicht auch darüber? Ein verbotener Eingriff, ja, so nennt man das ja wohl. Ja. Ich wusste nichts davon, sie hat mir nichts gesagt. Sie wollte mir nicht sagen, dass sie vorher mit einem anderen zusammen waren, dass sie ein Kind erwartet. Der Mann, um den es sich handelt, gab ihr 2 Dinge. Geld und eine Adresse. Sie kam nicht zurück. Sie starb im Krankenhaus. Der Name des Mannes? Herr Solms. Es war Ihr fester Entschluss, Solms zu töten. Anfangs war nur der Gedanke dazu da. Aber dann kam dieser Augenblick. Der Mann hatte nicht das geringste Gewissen. In dieser Sekunde wusste ich, ich würde es tun. Noch in dieser Nacht würde ich es tun. Ich war ihr schuldig, ihrem elenden Tod schuldig. Ich war ja bei ihr, bis es zu Ende war. Ihre Hand wurde in meiner kalt. Und mit ihr starb auch alles in mir. Vor allen Dingen die Fähigkeit ertragen zu können, dass dieser Mann sich benahm, als ob nichts gewesen wäre. Ich sah ihn plötzlich an der Reling stehen.
Allein. Ganz allein. Es war wie eine Aufforderung. Tu es. Tu es jetzt. Steiner, was machst du? Ich hatte mich geirrt. Ich hatte den Falschen erwischt.